Chefvisite. Oh, Helge. Ja, komm's mal rein. Oha. Komm's mal rein. Was heißt denn hier schon wieder? Oha. Mahlzeit. 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 Na, mein Krödi, warte mal, ich guck einfach so viele Sachen. Erstmal Tag, Krödi, ne? Was hast du denn? Hör mal, Engel, Mann. Sag mal, was hast du denn? Was für Krone? Also, bitte erstmal die Bohnen. Ja, und ein Hund. Was ist das, das Polly? Die kennst du doch, die war doch schon mal da. Wer ist das? So. Das ist Polly, war doch schon mal da vor ein paar Jahren. Ich hab sie wieder. Polly! Ich hab sie wieder in Kommission. Hier von. Genau, setz dich mal hier schön hin. Mach mal schön Platz. Platz. Wie hieß sie denn noch? Ne? Mach mal schön Platz jetzt, ne? Das war doch der Hund von Frau. Mensch, wie hieß sie denn? So, mein Kerl, dann machen wir gleich ein Bier auf den Schreck jetzt hier auch vor allem. Es ist ja wieder ein Ockhorn. Wie heißt noch mal ihr Frauchen? Ich komme nicht auf den Namen gerade. Ich hab es auch vergessen. Wieso, du, was heißt, du hast ihn vergessen? Sie hat ihn dir doch gegeben gerade. Sie hat sie mir gegeben. Polly ist schon eine Frau. Gib mir bitte das Bier. Ich weiß das jetzt. Ach, gerade nicht. Wir sorgen immer guten Tag. Und na? Und so, ne? Da merkt man sich den Namen gar nicht. Das ist ja auch keine richtige Art eigentlich. Frau Fedders, so hieß sie. Bitte? Na nun, jetzt ist auch noch mein muggeliger Schirm umgefallen, ne? Und so. Du bist hier heute Hundesitter, oder? Seit vorgestern war ich Hunde. Sie war irgendwie. Bitte? Bitte, hehe. Seit vorgestern bist du Hundesitter, seit 2 Tagen. Mhm. Wie, die ist 2 Tage bei dir schon? Hier, sie? Ja. Sie hier? Ja, sehr gerne. 2 Tage? 2 Tage. In Kommission. Ich hatte auch schon mal Pedele, weißt du doch. Wie, was heißt in Kommission? Das ist so mit Geld, Kommission. In Kommission. In Pflege. In Kommissionspflege ohne Geld. Ja, nur Pflege. Ne? Ohne alles. Ohne alles. Einfach jetzt, ne? Pflege. In Pflege. Wieso? Ja, einfach, sie war unterwegs, Marien, konnte sie nicht mitnehmen. Und weil ich so fürsorglich bin und wie du ja auch weißt, ein sehr verlässlicher Aufpasser für die Dinge bin, für alles, hat sie mir das Tier anvertraut. Mhm. Ne? Ne? Naja. Aber weißt du, es ist ja wirklich ein, hast gesehen, ja, es ist ja schon wieder so ein Orkan, ne? Uff, schon wieder so ein Xaver ist das Stichwort, ne? Ja. Xaver und naja, Konsor. Er war. Aber jetzt ist wieder gerade so ein Orkan. Heute gerade wieder gewesen. Hast du gar nicht mitgekriegt? Heute ist doch kein Orkan. Es weht, aber ordentlich. Ja, aber ist doch kein Orkan, Ditsche. Ist ein normaler. Ja, was ist denn Orkan? Orkan ist ja wohl, wenn das Meer weht als jetzt. Ja, was ist Orkan? Dann bitte, was ist Orkan? Orkan ist, das kann ich dir genau sagen, das ist eine ganz einfache Sache. Es gibt doch Windstärken, die sind doch von 1 bis hier 12 oder was durchnummeriert. Und von 1. Was? Wer hat das durchnummeriert? Ja, diese Wetterleute. Der Wetterwart. Die Meteorologen. Meteorologen. Ja, so. So bitte. Und das ist wie, so und ab... Windstärke, was weiß ich, sag mal jetzt 8 oder was, ist dann, sagt man so, das ist jetzt Orkanstärke. Du redest aber auch wie der Blinde von der Farbe. Nee, auf Sommer, was? Woher weißt du sowas denn? Weißt du, was Orkan ist? Orkan ist mal als allererstes zu 80% Luft. Ja, 80%. Wind ist ja wo immer aus Luft, hallo? Luft. Orkan ist 80% Luft, 10% Wind. Und 10% andere. 10% Wind. 10% Wind. Und 80% Luft. Und die Luft, die 80%, die liegen einfach nur rum, oder die was? Es ist erstmal eine amorphe Masse. Sie ist einfach erstmal nur da, ohne weitere Bewandtnis. Aber wenn Wind dazu kommt, Wind ist ja, mal sagen, Luft durch Wärme mal Geschwindigkeit. Das ist Wind. Das ist doch Scheiße. Und das kommt zu Luft dazu. Und noch 10% andere Bereiche, das sind Schichten. 10% davon von Orkan sind Schichten. Gas, Brom, Cadmium, Feinstaub, das ganze Programm. Und das in eine Kumulation. Das ergibt ein Orkan. Jetzt sag mir mal bitte, was soll denn Wind sein ohne Luft? Da geht ja schon mal die Unlogik, geht da schon mal los. Es ist ein Teil von der Luft. Ja, ein Teilbereich, wenn die Luft sich sagen, in eine bestimmte Muggeligkeit hineinbegibt, dann wird aus Luft sagen, Wind.
und Wind und Luft zusammen ergeben Orkan mit den anderen Schichten. Ja, aber du kannst doch nicht sagen, aus Luft wird Wind, weil die Luft ist ja trotzdem noch da, wenn der Wind da ist. Du kannst ja nicht sagen, dann ist die Luft weg und dann ist nur noch Wind. Ja, aber das ist doch gar kein... wie mit dem Dackel. Du kannst doch auch nicht sagen, der Dackel ist weg, wenn ich nur von Hunden spreche. Es ist so eine Untergruppe. Luft ist so eine Untergruppe von Wind. Genauso wie Wind eine Untergruppe von Orkan ist. Luft ist. Das kannst du mir doch gar nicht. Und alles ist immer, alle sagen immer, es ist, weißt du was, es ist auch gar nicht so bedrohlich. Man kann es sich ja auch zunutze machen. Das hab ich jetzt zu Hause gemacht. Mann, es ist nicht so bedrohlich, ist gut. Ich möchte dich mal sehen, mal so eine ordentlichen Pass mal auf, dass dir deine komischen Frisseldrüppel doch nicht runterfallen. Ich möchte dich mal sehen bei so einer ordentlichen Windhose in deinen armen alten Bademantel, wie du hier schön den Segelheini machst. Der fliegende hier, Robert? Ja, und mal schön hier. Da hätten die Leute was zu gucken, wenn ich fliegen könnte. Ja, Superditsche ist es, da ist er, Superditsche. Da oben am Himmel fliegt er. Superditsche, wo will er hin? Ja. Er will ein Einkaufszentrum eröffnen. Ja, das will er wohl. Jetzt aber weißt du, was ich nämlich mir den Orkan zunutze gemacht habe. Soll ich dir das bitte mal sagen? Du bist irgendwo hingeflogen, oder was? Mit deinem Wind? Ohne Luft? Oder wie? Du hast das überhaupt nicht verstanden. Ich habe gesagt, Orkan ist Luft zu 80%. Ja. 10% ist Wind und 10% sind andere Bereiche. Ja. Ich erkläre das jetzt nicht nochmal. Nein. Weißt du, was ich gemacht habe zu Hause, mein Engelmann? Ich habe mir ein Weltsystem selber gebaut. Und zwar, kennst du die Laubbläser? Ja, sicher. Klar. Ich habe einen Staub- und Schmutzbläser gebaut. Und zwar nur mit einer reinen, normalen Xaver-Orkanwindenergie. Ein Staub- und Laub- und Ja, sicher. Bläser. Ja, sicher. Ein Bläser. Und weißt du wie? Ich habe mir, weißt du, was du dafür brauchst? Du brauchst 3 Tüten mit oder ohne praktischen Zugband. Also 60er Liter. 40er Liter, 20er Liter. Mülltüten oder was? Ja, sicher. Mhm. So, ich hab die 60. Wie meine Klappe da oben. Siehst du? Ich hab die Klappe. Du hast doch hier eine Klappe. Da. Ja, da die ist Klappe, doch, ja, klar. Da ist eine Klappe. Klappe. So, ja. Die habe ich auch bei mir in der Küche, weil da stand der Wind auf. Und da hat das immer so gegengeklappert. Ja. Dann hab ich mir so eine 60er Tüte über und schön mit einem Klebeband richtig festgeklebt. Mhm. Klappe war noch zu. Mhm. Klappe war noch zu. Klappe war zu. Dann hab ich unten in eine 60er Tüte ein Loch reingeschnitten, sodass das unten ein bisschen offen ist. Und habe eine 40er Tüte übergepackt und die wieder draufgeklebt, sodass es sich verjüngt. Mhm. Dann habe ich die 40er Tüte aufgeschnitten und habe eine kleine Tüte über und habe die aber verkehrt rum, sodass unten das Zuchtband auf der Rückseite ist. Mhm. Und dann habe ich da eine Hose an. Weißt du, du kannst eine Jeans nehmen, eine Jeans oder eine Cord. Das bleibt dir unbenommen. Sie muss nur faserig sein, weil sie gleichzeitig auch ein Windgitter bedeutet durch die Faser. Eine Hose. Eine ganz normale Hose. Unten an die Tüte hast du eine Hose. An die Tüte eine Hose und oben blickdicht verklebt, damit da nichts rausgeht. Hast du eine Windhose gemacht oder was? Moment bitte. Ja. So, und jetzt in jedes Hosenbein ein Staubsaugerrohr. Ich hab ja, weißt ja, ich hab ja Staubsauger genug zu Hause. Du hast mehrere. Ich hab 17 Rohre, habe ich jetzt nachgezählt. Ne? Aber das ist eine andere Geschichte. So, und jetzt die Rohre in jedes Hosenbeinrohr und das ummantelt. Und jetzt legst du dir die Hose. Legst du dir mal schön über den Puckel über, habe ich gemacht. Und jetzt hast du 2 Rohre. Ja. 2 Rohre mit Xaver Antriebsluft als Staubbläser Deluxe selber gemacht. Und jetzt gehst du zurück, habe ich gemacht, wenn Sturm auf war und habe ich Klappe aufgemacht. Ja. Und dann haut das aber in den Beutel drauf. Und dann hast du 2 so eine Rohre, kannst du damit schön alles machen. Kannst du damit in deine Wohnung rumpusten. Und weißt was, es ist eine Trockendusche. Trockendusche. Ich hab den Hund trocken gemacht. Ach so, wie so ein Föhn oder ja, was? Ja, sicher, von beiden Seiten. Ein kalter Föhn. Ja, na sicher, das hat er muggelig gefunden, weil die ja nicht gerne duschen. Ich wollte sie ja noch mal waschen, bevor ich sie wieder übergebe. Du hast sie gewaschen? Hab ich nicht, weil Hunde das nicht mögen. Deswegen hab ich ja die Trockendusche genommen. Ich hab den Püsterich von beiden Seiten, hab ich den Hund sauber gepustet. Das ist eine Weltidee, oder? Und das fand sie okay, oder was? Sehr. Ja, aber jetzt mal apropos, ne? Ja. Bei uns ist der Keller vollgelaufen, Wasser, du. Mm. Volle Möhre, du. Mm. Mm. Ach du Scheiße, echt, ne? Volle Möhre, du. Ach nee, du. Volle Möhre. Ja, und nu?
Und was? Und jetzt steht da Wasser, oder wie? Ja, müssen wir gucken, dass das wieder abläuft, wenn das Rohr wieder dicht ist, ne? Ja, was heißt gucken, dass das wieder... Das was ne? wieder dicht ist? Das Rohr? Das Rohr, ja. Wieso das Rohr? Ich denke wegen Sturm, oder was? Was hat denn was für ein Rohr denn? Das ableitende Rohr. Das ableitende Rohr. Aus der Kagerwohnung jetzt das Rohr, was sie wohnen hier parterre, ne? Machst mir mal gleich noch eine Hube. Was ist denn ein ableitendes Rohr? Was soll das, das denn ist sein? Das Rohr, was ableitet. Ja, ein Abflussrohr oder wie? Du kannst das nennen, wie du das willst. Es kommt beides auf das Gleiche raus. Was heißt beides? Was ist denn das andere? Das ableitende Rohr. Nee, das ist das eine. Das hast du ja schon das gesagt. Das andere ist das, Abflussrohr. Abflussrohr, ableitendes Rohr. Sie haben zwei Rohre. Sie haben ein Rohr, aber wir haben zwei Begriffe verwendet. Du ein, ich ein. Aha. Deswegen habe ich gesagt, du kannst auch gerne den anderen Begriff benutzen. Ja, und was wie, und in den Rohr war irgendwas kaputt oder was? Nee, ich habe das aufgeschraubt. Ich musste ja helfen. Du bist wieder irgendwo beigegangen, ne? Oder was? Du hast wieder an ihren Sachen irgendwie rumgetüdelt, oder wie? Moment. Bevor du, gar nicht. Machst du erstmal bitte das Bier auf. Nee, jetzt will ich das erstmal wissen. Was willst du denn wissen? Ja, pass auf. Ich erzähle es dir sowieso, du wirst das ja gewahr werden. Ja, aber ich habe jetzt das Bier und jetzt musst du dich auch ein bisschen gedulden. Möchtest du eine Drohgebärde aufbauen? Nein, ich wollte nur eine Frage stellen. Das wird mir ja in meinem eigenen Laden noch erlaubt sein. Aber du benutzt das Bier als Druckmittel. Ja, da kannst du mal sehen, wie sich das anfühlt. So, pass auf, Folgendes. Jetzt hast an den Rohr hast du rumgedoktert. Ich hab es aufgeschraubt. So. Und dann hab ich an das Rohr, was abgeht, ein Nudelsieb gehalten. Ja, das ist aber noch... Was? Du hast an das Rohr, was abgeht... Nudelsieb. Weil da... Weswegen? Weil ich den Goldzorn von Herrn Kerger auffangen wollte. Darf ich bitte mal mein Bier haben? Sonst muss ich es mir nehmen. Der Herr Kager. Goldzahn von Herr Kager. Er hat sich war in ihm sein Abflussrohr oder was? Er ist ihm herausgefiedelt. Aus dem Backenbereich herausgefiedelt und er ist schnell ins Bett gelaufen und hat es irgendwie ausgespuckt in sein Tremens oder was. Und ich hab das aber, ich bin Du warst dabei oder was? Ja sicher, ich in war der ja Wohnung. Davor. Ja sicher, ich hab das ja gesehen, wie es passiert ist. Wieso, wie ist es denn passiert? Hatte er ein Keksleiden. Das ist meine Meinung. Was ist denn ein Keksleiden? Das, was auch Jenny Elvershagen hat, die hat auch einen Keks gebissen und ist umgefallen. Ach so, die mit der Lippe, oder was? Die mit, ja, ist umgefallen mit der Lippe. Die saß aber gestern... Es heißt, es war ein Keks. Ja, es heißt, und es ist ein weicher Keks. Und gestern war sie schon wieder im Fernsehen und hat Spenden entgegengenommen. Na ja, gut, das sollte vielleicht auch mal andersrum gehen, ne? So, aber jedenfalls, ich war dabei. Er hat in den Keks hineingebissen. Und dann hat er wahrscheinlich, weil er ein Keksleiden hat, das nehme ich mal an, eine Problematik. Wieso? Dass wahrscheinlich der Körper das Gold, wahrscheinlich war es noch nicht mal echtes Gold, daran lag es wahrscheinlich, weil er sich mal in den 60er Jahre irgendwo in Rumänien oder Bulgarien oder sonst wo hat er sich wahrscheinlich Katzengold einbauen lassen, weil er die 3,50 nicht aufbringen wollte für echtes Gold. Das ist meine Meinung. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ja. Da hat er wieder getobt. Da habe ich zu Frau Kerker gesagt, ja, hätten sie ihn mal nicht geheiratet, dann würde die Chance, dass sie 112 Jahre alt werden, um einiges steigen. Wieso das? Hast du gelesen, die älteste Frau Deutschlands, ja. 112 ist sie geworden. Da ist sie gefragt worden, das Geheimrezept, da hat sie gesagt, weil sie nicht geheiratet hat. Aber das fand Kerker jetzt nicht so witzig. War ja in dem Moment auch nicht so witzig. Aber ich habe gesagt, gut, dann hat er das ausgespuckt, die Goldplombe. Die ist so herausgebrochen in dem Moment, wo er den Keks verpuschemuggelt hat. Nur von Abbeißen von Keks oder was? Ja. War das so ein Haar, oder ja, wie? Ja, so. Und dann bin ich runter und dann hat er das ausgespuckt. Und dann habe ich gesagt, Moment. Und dann bin ich im Keller, weil ich gedacht habe, wenn der das in sein Ausguss spuckt, die wohnen ja parterre, da ist das ja direkt unter im Keller. Weiß ich, wo das ist. Wo ich das Rohr abgemacht wurde, dachte ich, das aufzufangen, habe ich aber nicht gefunden. Und jetzt ist alles weitergelaufen. Jetzt habe ich das erstmal notdürftig mit der Plastiktüte gerettet. Wie gelaufen? Ach so, du hast das... Ach, jetzt verstehe ich. Aha. Das ist ja super. Das ist ja super. Aber was kann ich dafür? Und Kager hat das jetzt schon gesehen da unten, oder was? Das ist alles unter Wasser jetzt. Ja, jetzt ist die ja langsam weg. Ich habe es ja zu. Ich habe mir das Abflussrohr zugemacht mit der Plastiktüte und mit Bänder. Wie... Aber das kannst du das nicht einfach wieder so zumachen, wie das war vorher? Ich hab die Schrauben nicht mehr gefunden, die sind auch ins Wasser gefallen. Oh nee, ne?
Und war er unten schon? Er sitzt oben. Wir hatten wegen der Kekse dann eine Auseinandersetzung. Dabei wollte ich den ja nur zum Nikolaus was Gutes tun. Weißt du was? Immer wenn ich was Gutes tue. Wegen jetzt mal sorgen der Sturmflut, ne? Es war so, vor Nikolaus standen die Stiefel von der Kargas, standen die mir sorgen vor der Tür, ne? Hm. Vor der Haustür. Hm. So, hm. Da hab ich gedacht, es ist ein Wink mit dem Zaunfall von der Kargas an mich, dass ich ihm zum Nikolaus mal die Stiefel voll mache. Hm. Na, ganz kurze Zwischenfrage. Heißt du Nikolaus? Nein, aber man macht das so. Es ist ja eine traditionelle Gewohnheit. Mhm. So, und dann hab ich auch für sie und für ihn auch was. Für sie habe ich gleich was gefunden. Marzipankartoffeln habe ich bei ihr in den Stiefel rein. Mhm, ja. Ne? Die mache ich persönlich auch nicht gerne. Deswegen hatte ich doch noch so eine Tüte, die hat mir Giovanni mal vor 10 Jahren oder so gegeben. Und was schüttelst du denn den Kopf? Ja, 10 Jahre alte Marzipan, das ist ja schon fast eine Art Mordanschlag, oder was? 10 Jahre alte Marzipankartoffeln. So, geht der Werkstoff raus, oder was? Die sind nur hart wie Murmeln. Damit die waren aber ganz weich, sie hatten nur starken Grip, denn die sind aus ihren Nylonstrümpfen nicht mehr rausgegangen. Was? In die Strümpfe? Ja, sie hat die Stiefel angezogen, sie hat doch gar nicht mit gerechnet, dass da Marzipankartoffeln drin sind. Hm. Ne? Hm. Und dann? Ja, aber und für ihn habe ich dann natürlich was Besonderes mir ausgedacht, um es auch mal wieder gut zu machen. Ich habe jetzt mal sagen, ich hab spezielle Kekse für ihn gebacken. Der Kekse, wo er raufgebissen hat, der war von dir, oder was? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Ditsche, ne? Hast du so einen Betonkeks für ihn gebacken, wo er sich erstmal einen Zorn ausgebissen hat? Und dann hast du ihm noch das Rohr kaputt gemacht mit Nudelsieb und dann die ganze Scheiße unten im Keller. Es ist eine neue Keksidee gewesen, auf die ich vorbei. Da spart man auch Teig. Ich war drüben beim Bäcker, mein Engelmann. Da kannst du mir immer als Koch sorgen. Ja. Ich war drüben beim Bäcker. Da ist im Moment die Weihnachtsdeko aufgebaut. Dann hab ich die Weihnachtsdeko, weißt du, so kleine Plastiksterne. Weißt du? Plastiksterne. Ja. Die hängen als Deko drin, so dünne. So, und da war einer abgefallen, da hab ich gedacht, das ist so witzig. Da kann man ja vielleicht was draus machen. Dann hab ich mir sorgen, dass eine... Weißt du, da steht vor der Tür bei uns eine Kommode, die soll auf den Sperrmüll. Und da habe ich die untersucht, ob ich für meine Sachen was finde. Und da, weißt du, die Schublade, wenn man da unten drin ist, doch so eine Sperrholzpappe drin. Ja. Weißt du, die kann man aus der Führungsschiene rausnehmen. So, jetzt habe ich die Plastik-Sterne genommen und habe mir da eine Schablone gebaut. Ja. Weißt du, wenn man die anmalert drumherum, dann zahnt das ineinander. Da kriegt man auf dieses Schubladenbrett. Es ist eine reine Sperrholz, eine reine, ehrliche, trockene Hartfaser. Da kriegst du, hab ich mit der Laubsäge ausgesägt, 15 Sterne raus. Dann hab ich mir sagen, eine ehrliche Panade angefertigt, eine ehrliche Schwitze, eine Mehlschwitze, eine weihnachtliche, vorweihnachtliche Mehlschwitze angefertigt, einen schönen Teig gerollt, schön dünn, weil ich mir gedacht habe, mein Ingemann, wenn ich jetzt daraus Kekse mache, dann mache ich doch vielleicht aus dem Teig, den ich noch hatte mit 2 Eier, da mache ich vielleicht 5 Kekse draus. Aber wenn ich den ganz dünn roll und mal sagen, so ein Holzstern, mal sagen, ummantel, ne, da brauche ich doch viel weniger Teig, da kriege ich doch 10 von raus, habe ich auch geschafft. Du hast also Holzkekse gemacht, mit anderen Worten Holzkeks, oder wie? Ein Kernkeks, ein reinen Kernkeks, ist das so das Gleiche? Keks. Ja, ein Kernkeks, das ist so genauso wie wenn du jetzt mal sagen, jetzt, wenn du mal eine Pflaume isst oder eine Mirabelle, da ist ja auch in der Mitte ein Kern aus Holz drin. Was? Das ist ein normaler Kern von der Frucht selber. Ja, aber der ist doch aus Holz. Das ist doch nicht Holz. Es ist doch Holz. Das ist Kern. Es ist Kernholz. Das ist einfach Kern, normaler Kern. Ja, aber der ist doch aus Holz. Das ist doch Holz, wenn ich das sehe. Ist es braun und ist es hart. Und da, wenn man da aufbaut. Der Unterschied ist doch, dass den keiner reinmacht in die Frucht. Der ist doch da sowieso schon drin. Aber wenn du jetzt mal sagen, eine Gänsekeule hast. Oder du hast mal sagen, wie ein Wiener Schnitzel. Es ist ein ehrliches, wie ein Wiener Schnitzel für das Leckermäulchen gegen Weihnachten. So ist es. Wenn du jetzt mal sagen, einen Fisch isst. Oder du isst eine Gänsekeule. Da hast du auch ein Tellerchen
parat, wo du dann mal sagen, du isst das ab und dann legst du die Knochen beiseite. Und so ist es mit der Holzsterne auch. Mhm. Ich hab mir gedacht, er kaut das bisschen ab und legt das weg. Mhm. Und wenn er da reinbeißt, habe ich mir gedacht, wenn er da reinbeißt, ist es auch mir Sorgen, kein Theater? Weil es gibt ja sogar Papua-Indianer, die essen ja richtig Bäume auf und so. Das ist ja eine Naturfaser, eine Hartfaser, ist ein reiner Naturstoff. Da kann er doch einmal reinbeißen. Das ist doch weiter nicht schlimm. Er ist ein Papua-Indianer und er isst gerne Holz, ne? Oder was? Oder wie? Isst du gerne Holz? Kekse? Ich kann da manchmal ein bisschen gerne dran posemuggeln, wenn mir nichts anderes einfällt. An Holzkeks? Oh, dann herzlichen Glückwunsch. Da bist du, glaube ich, der Einzige auf der Welt. Weil ich doch nicht gleich einen Zahn vorne hab, das kannst du mir noch nicht erzählen. Ja, glaubst du, er hat den in der Backentasche jongliert und hat gesagt, oh, der ist mir jetzt aus dem Gesicht gefallen oder was? Offensichtlich ja doch. Und wenn nun Keks... Aber weißt du was? Wieso musst du den Keks aus Holz machen? Warum denn? Warum? Weil, warum aus Holz? Weil Nikolaus ist und weil es eine feine Sache. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Mienschwitze, das hat doch nichts mit dem Keks zu tun. Aber weißt, nix. Weißt du was? Gar nichts. Weißt du, was mir einfällt? Die Schablone habe ich gar nicht wiedergefunden. Vielleicht habe ich ja aus Versehen die Schablone auch noch mit weggebacken und dann hat er da ausgerechnet reingebissen. Das wird das möglicherweise sein. Weißt du, so wie an Silvester hat er halt die Arschkarte gezogen. Dann soll er sich nicht Katzengold einbauen lassen beim Billigbulgaren. Weißt du, wahrscheinlich ist das so gewesen. So wie an Silvester, da hast du auch mal sorgen 10 Berliner und davon sind 9 mal sorgen mit Marmelade gefüllt und einer daneben mit Senf. Da hat er halt Pech gehabt. Das ist russisch Ballett. Russisch Ballett. Ist das russisch Ballett? Dann hat Kager halt Pech gehabt. Im Dienste der guten Sache. Das ist meine Meinung. Irgendwann holen sie dich ab. Irgendwann holen sie dich ab. Das ist, irgendwann ist das vor... Hallo! Das ist einfach nur abholen, ne? Sie ist halt wieder sauber. Ich hab sie mit einem Püsterich sauber gemacht. Und geht das gut? Ja, und ging das gut? Das ging super. Sie war ganz, ganz artig. War sie? Und ich hab sie auch nicht gewaschen, sondern nur mit Luft etwas gereinigt. Das ist gut. Ne? Und wenn das mal wieder bei mir klemmt, darf ich sie dann mal wieder bringen? Unbedingt, sehr gerne. Denn ich merke, dass das sie immer ganz gerne das... Ja. Ne? Ja, Mäuschen. Ja, aber, ja jetzt aus dem Häuschen, ne? Ja, aber jetzt ist alles okay. Jetzt. Kann ich denn noch was für Sie tun, Mäuschen, Frau Fenner? Aus dem Häuschen. Ja, die Leine ist hier. Ich mache das kaum Sorgen, aber kann ich 2 Flaschen Bier mitkriegen? Ja, was? Natürlich können Sie das sagen. Wieso denn? Das ist doch nichts Unanständiges. Ja, so, aber sicher. Leine dich mal Frauen an. Trinken auch mal ein Bier, ne? Ja, wieso? Das ist doch... So sicher. Natürlich. Ich habe gedacht, ich kann dann vielleicht besser einschlafen. Ich war kann nämlich man ein bisschen aufgeregt, dass aber, ich den Hund jetzt wieder... Aber nicht die Polly jetzt wieder kriege. Ja, Sie waren ja 2 Tage. Ja, ne? Das ist ja eine lange Zeit. Ja, ich glaube, für mich bald länger als danke, ja, als für den Hund. Ja. Waren Sie denn unterwegs, oder was? Ja, ich war bei meiner Schwägerin in Plön und die ist krank. Und da bin ich dann im Krankenhaus gewesen und so. Und da konnte kann man den Hund nicht mitnehmen. Ne? Nee. Auf Station geht nicht, ne? Ja, nee, das ist darf klar. Man ja nicht. Das darf man nicht. Na? So, Frau Fedders, 360. Aber es kann ja auch mal sein, dass es mir schlecht geht, ja, ne? Och, nein, nur das glaube ich nicht. Ja, ich hoffe Sie es ja auch nicht. Sie sind doch Pippi Turnschuh. Ja, sieht so aus. Nicht, ne? 360 bekomme ich, ja. Ne? Ja. Na, Brudi, ne? Sie sind im Fit wahrscheinlich hier wie Weizsäcker, ne? Richard von Weizsäcker, ne? Der hat ja sogar das goldene Sportabzeichen. Ja? Richard von Weizsäcker. Oh. Ne? So, ne? Man versucht schönen alles, Dank. Ne? Wie sagt man so schön? Was bin ich? Wozu zähle ich auch schon? Zu Grabflüchtern habe ich neulich gehört. Das würde ich nicht sagen. Nee, was war das denn? Also, vielen Dank nochmal. Ich habe zu danken. Ne? Und dann einen schönen Abend. Ja, ne? Ebenso. Ja, gut. Tschüss, tschüss. Grüßchen. Tschüss, Polly. Tschüss. Mach das mal gut. Und danke, dass du die Silberfische aufgeleckt hast. Oh, Polly. So, jetzt machen wir bitte gleich noch einen Rubelklau. Aber weißt was, mein Engelmann? Hast du bitte gehört? Briefmarken wären teurer. Gut, dass der Hund nicht kaputt gegangen ist. Warum soll denn der kaputt gehen? Ja, bin ich fürsorglich oder bin ich fürsorglich? Ja, ich sag nur Holzkekse, doch. Ich sag nur Holzkekse. Mehr sag ich nicht, doch. Du kannst wirklich von Glück sorgen, dass du da nicht Scheiße mitgebaut hast. Wenn der Hund kaputt gegangen wäre von der Frau, was meinst du? Wer hättest du ihr das Herz gebrochen? Hätte Herrn Toledi. Ja. Hier, hast mitgekriegt, jetzt mal hier zu den ernsten Sachen im Leben. Hast mitgekriegt, dass das Porto teurer wird? Ja, sicher. So. 60. So. Ja.
In innerhalb von einem Jahr, von 55 auf 58, von 58 auf 60. Ja. Und weißt du, was ich glaube in Wahrheit? Ja. Es ist eine Drohnenabgabe. Das versteckt sich dahinter. Eine reine Drohnenabgabe. Man will uns verscheißern. Das ist eine Drohnenabgabe. Hast du das nicht mitgekriegt? Hier von Amazon oder was? Ja, das auch. Die Post macht das ab morgen. Eine Woche lang in der Nähe von Köln fliegen die mit Drohnenpakete. Ja, ja, ja. Hast du mitgekriegt? Ja. Das funktioniert doch nicht hinten und nicht vorne. Ich könnte mich empören, das ist wirklich meine Meinung. So kann man doch mit uns nicht umspringen. Da haben Sie das von dieser Firma, oder wie heißen die? Amazon. Ja, die haben das ausprobiert, habe ich heute in der Zeitung gelesen. Mhm. Irgendwo in Afrika haben sie damit, da hing noch ein Korb dran, haben sie dann die Pakete durch die Gegend geflogen, ist ein Falke gekommen, hat die von der Luft weggepflückt. Ja, so, und jetzt wollen sie das tatsächlich eine Woche lang ausprobieren. Mhm. Und jetzt sag ich dir was, beim deutschen Verkehr drinne. So eine Drohne, eine reine Drohne jetzt, wenn die angeflogen kommt, wie soll denn das bitte gehen? Soll sie das aus der Luft abwerfen oder was? Sollen die Leute in Kescher aus dem Fenster halten, damit die von oben da die Pakete reinwerfen oder was? Naja, das kann ich mir ja noch halbwegs vorstellen, aber wie soll sie auf die Klingel raufdrücken zum Beispiel? Kann sie gar nicht. Die hat auch keinen Arm. Das heißt, sie muss erstmal sowieso landen, das ist mal das Erste. Sie muss ja sowieso landen und sie darf ja nur 2 Kilo oder was tragen. Hm. Das sind 20 Tafeln Schokolade oder 40 Tafeln Borgenschokolade, da ist ja nur Luft bei. Ja. So, jetzt, aber was passiert? Jetzt passiert Folgendes. Die Drohne besorgen mit deinem Paket landet. Ja. So, dann landet sie. Landet so, was passiert? Und du musst dich erstmal umgucken, wohin damit. So, was passiert dann? Dann wird sie von UPS überfahren. So sieht's aus. Dann kommt der UPS-Laster und macht die Drohne platt. In diesen Zeiten. So, und wer kümmert sich bitte dann darum? Wer kümmert sich um die verletzte Drohne? Soll es der Schwanenvater Nies sein? Oder soll es die Porzellanklinik, der Puppendoktor sein? Wer kümmert sich denn da noch bitte schön drum? Ja. Kannst du mir das sagen? Ist es der Sprengmittelräumdienst oder der ADAC? Dann will es wieder keiner gewesen sein und keiner übernehmen. Das ist hier, vielleicht kommt wieder zu Carglass, ne? Zum Beispiel. Du willst mich nur auf den Arm nehmen, weißt du, für alles. Dann heißt es wieder, es sind keine Mittel da. Es sind keine Mittel da, weil sie an der Elbphilharmonie noch wieder immer sagen, die Glühbirnen mit einem Golddraht aus Malaysia reinschrauben müssen. Dann kostet das wieder. Dann liegt die arme Drohne rum und ein Paket ist recht. Dann kriegst du deinen Dresdner Weihnachtsstollen, kriegst du an Ostern, wenn du Glück hast. So. Ja. Und weißt, was am Ende passiert? Das sag ich dir, dann kommt die Drohne angeflogen und dann werden sie da sich gar nicht auf der Straße aufbewegen. Sondern sie wird nur oben lang fliegen und wird ein Papierflugzeug abwerfen, was bei dir ins Fenster hineinschmuggelt. Und da steht drauf, sie haben eine Paketsendung erhalten, es liegt zur Abholung auf dem Postamt bereit, heute jedoch nicht. So wird es sein, das ist doch echt dir. Ja, ich meine, dass sie jetzt das wirklich, also bis an die Haustür, ich kann mir das, wie gesagt, nicht vorstellen, schon alleine wegen den Klingelproblemen. Sie können das, wer weiß was, sie können das am besten, was sie ganz vergessen haben hier, zu Luft. Straße, Sie können das ja auf dem Wasserweg. In Hamburg gibt es ja überall eine Kanalisation, gibt es ja unter jedem Haus stehen sogar die Straßennamen dran. Dann können Sie das mit dem Schlauchboot die Pakete bringen. Die Schlauchboote sind ja sowieso immer gelb. Und dann können Sie das mit dem Druckluftverfahren direkt an Wasserrohr, pff, einmal hoch. Dann machst du an deinen Klodecken eine Glocke dran und wenn das bimmelt, sagst du auch die Kekse von Tante Elsie aus Thüringen sind da. Die Holzkekse, ne? Von Amazon. Das ist doch eine gute Idee. Er will mich nicht ernst nehmen. Er nimmt mich einfach nicht ernst. Ja, wie kommt das wohl? Wieso? Das ist doch eine gute Idee, dass man das über die Kekse... Man kann doch ein Zwillingsrohr einbauen und das eine ist mal sorgen für den Abfluss und das andere ist für die Postpakete. Soll die Post aus dem Klo rauskommen? Gewoben. Halt die Klappe, Mensch, ich hab Feierabend. Es kann doch nicht wahr sein. Ich meine, du kannst ja auch eine Frikadelle ans Bein nageln, das kannst du auch. Aber und so lange drehen, bis NDR kommt, ja, oder was? Eben, aber da wäre die Welt auch nicht besser vorn, ob du da jetzt ein Rohr andübelst oder nicht. Du bist ein Spinner. Wer redet denn von diesem ganzen Kram, du?